Herzlichen Glückwunsch zu einer starken Leistung hier in der Hölle des Nordens. Wie war das Rennen für dich? Am Anfang ging halt eine große Spitzengruppe, wo echt alle Teams drin waren, die halt wirklich viel Vorsprung gekriegt hatten. Wir haben jemanden mit drin gehabt, was optimal war für den Fall, dass, wie gesagt, wir wieder zurückkommen und ich hier noch jemanden da habe. Und dann war es halt das übliche Kampf, um relativ weit vorne in jedes Pflaster zu kommen, auf dem Pflaster die Kräfte zu sparen und Stürzen aus dem Weg zu gehen und dann zu schauen, wann die sozusagen Favoriten gehen und da versuchen mitzugehen. Genau. Das hast du sehr gut gemacht, vor allen Dingen auch das mit dem Sturz aus dem Weg gehen. Beschreib uns mal die Situation, als Elisa Longoborghini, glaube ich, war es, direkt vor dir fällt und alle anderen dann drüber. Ja, es war kurz vorher schon mal einer, ich glaube am 6. Pflasterstück, wo sie kurz vor mir gestürzt sind, wo ich noch rumgekommen bin. Und da an zweiter Position, also Elisa stürzt an erster und ich an zweiter Position, keine Ahnung, wie ich drum rumgekommen bin. Es war so gefühlt wie vor 2 Jahren auf dem Mont-Saint-Pavel, wo ich gestürzt bin. Einfach versuchen, nicht zu viel zu lenken, die Bremsen nicht anzufassen und irgendwie mit Glück drum zu kommen. Was ein bisschen blöd war, dass ich dann eine Weile alleine war, wo ich aber auch nicht Vollgas gefahren bin, weil ich wusste, die Gruppe von hinten kommt auf alle Fälle wieder zurück. Und nach vorne war es halt zu viel Rückstand, dass ich da alleine wieder hinfahren kann. Das war halt auf Deutsch gesagt, mit ein bisschen Handbremse fahren und den Vorsprung ausnutzen und ein bisschen erholen, genau. Beschreib nochmal das Finale. Habt ihr gedacht, ihr kommt da wieder hin? Weil es war ja super knapp. Zwischendurch muss ich sagen, ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr dran geglaubt, dass wir die Gruppe holen. Habe mir dann aber immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen, Roubaix ist erst am Zielstrich zu Ende. Das hat sich für mich so öfters mal bestätigt die letzten Jahre. Und deswegen haben wir da schon bis zum Schluss dran geglaubt. Es war dann zum Schluss, glaube ich, so ein bisschen auf den letzten 10 Kilometern mehr oder weniger, dass die Nicht-Kooperation von den großen Teams, die da hätten wieder zurückfahren müssen. Zum Schluss ist es so, es war eng. Natürlich aus der großen Spitzengruppe, die 130 Kilometer von vorne fährt, eine verdiente Siegerin auf alle Fälle. Ich kann es verraten, eben als du gekommen bist, du hast dich hingeschmissen, man hat gesehen, deine Beinmuskulatur hat einfach weiter gekrampft. Ja. Es ist dein absolutes Lieblingsrennen, aber so brutal hart. Kannst du beschreiben, irgendwie, wie sich das anfühlt, hier dann ins Velodrom zu fahren und einfach alles gegeben zu haben, fertig zu sein? Es ist ein geiles Gefühl. Du kommst halt hier rein und die Zuschauer applaudieren. Auch wenn du halt noch um Position und Finale kämpfst, es ist einfach eigentlich nur noch ein Genießen, die anderthalb Runden hier, weil du weißt, dann hat der Schmerz ein Ende. Und für mich die letzten 5 Kilometer waren halt mit Krämpfen, wo ich mir dachte, oh je, scheiße, nur noch ins Ziel kommen und versuchen, an irgendeinem Hinterrad dran zu bleiben und überleben. Wie lange wird es jetzt dauern, bis du sagst, Paris-Roubaix, geiles Rennen? Keine 5 Sekunden, ich sag's jetzt immer noch. Es war ein geiles Rennen und ich glaube, ich bin halt ein gutes Rennen gefahren. War natürlich schade, dass wir die Gruppe nicht geholt haben, sonst wäre eine Top 10 drin gewesen. So ist es. Erneut eine Top 20, drei Jahre hintereinander Top 20, muss man auch erstmal machen. Aber ich glaube, ich komme nächstes Jahr wieder, um die Top 10 nochmal in Angriff zu nehmen. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank.